Die Flammen, sie kommen immer näher. In den Urlaubsregionen in Portugal und in Kroatien wüten Waldbrände und halten die Rettungskräfte in Atem. Dabei kommt das Feuer den bewohnten Gegenden bedrohlich nah, so wie hier in der portugiesischen Stadt Faro, wo sich die Flammen bis zu einem Luxusressort ausbreiten. Menschen flüchten in Panik aus den Häusern, kommen in Gegenden unter, die nicht akut durch die Brände gefährdet sind. Auch in Kroatien verfärbt sich der Himmel durch die Waldbrände in der Umgebung orange. Dichter Rauch liegt in der Luft, die Menschen stehen direkt am Ufer, um sich notfalls ins Wasser retten zu können. Insgesamt wüten in Südeuropa fast 20 Brände und das inmitten der Urlaubssaison. Besonders die Hitzewelle über Spanien und Portugal geht in den nächsten Tagen noch weiter. Dort werden Temperaturen bis zu 46 Grad erwartet. Es dürfte eine der längsten Hitzewellen seit Jahrzehnten werden. Die Flammen fordern auch ihr erstes Todesopfer. In der portugiesischen Ortschaft Murtosa kommt eine Frau in den Flammen ums Leben.